Da sind wir auch schon wieder, aber leider im Flammschlund, nicht in Todesmine. Ja, mal schade. Ein Portal. Wir sind jetzt im Flammschlund, nehmen wir die Quest mal eben an. Ein neuer Feind. 4 Quests gibt's hier. Oh, das ist aber nett. So, wo sind denn unsere Freunde? Ach, die sind schon da. Die sind in der Mitte. Die sind schon ein bisschen weiter vorne. Oh, Lava. Hopp. Und hopp. Au. Ich brenne. Ah. Da sind ja unsere Freunde. Alle Level 15 und einer Level 16. Und alle haben accountgebundenes Gear. Nein, nicht alle. Aber ich bin cool, ich habe keins. Oh, da ist der erste Boss. Atrok. Sieht aber nett aus, der Atrok. Haben sie auch alles verändert hier, ne? Das war früher ganz anders. Was ist das? Ach, das ist jemand, den wir retten müssen vom SI7. Wir retten dich! Wir haben ihn gerettet. Bitte sehr, ich habe dich sehr gerne gerettet. Und da ist der erste Boss. Go, go, tötet ihn. Angriff, Angriff. Erstmal mein Dot drauf und jetzt Bam. Passt auf, passt auf. Pew. Jetzt mach ich hier Burst, ey. Bam. Sorry, habe Knochen aus. Hab's vergessen gehabt. Der hatte noch Knochen an, quasi, mein Pet, dass der immer den, die Akku auf sich zieht. Au, hä. Die Hose ist 100 mal besser als meine jetzige. Nehmen wir mal direkt mit, wa? Direkt anziehen. Flotti, jetzt haben wir eine bessere Hose. Ach, da ist der nächste, den wir gerettet haben. Jetzt müssen wir für die bösen, bösen Orks töten. Ich habe mal meinen Wichtel rausgeholt. Weil darum. Durch, durch, durch. Durch, durch, durch. Alles Schamanen hier und so. Und Orks, wo kommen die denn dann alle her? Geht mal zurück in eure Erdlöcher, wo ihr herkommt. Ach ne, das waren Zwerge. Bin ja so LO-Stick. Kamehameha. Oh, oh. Die sterben immer alle lustig. Aber nicht so wie die Höllen-Orks. Da hängt noch einer. Ich habe ihn gesehen. Ich habe einen gerettet. Ich bin Best Pony. Ohne mich hätten sie ihn niemals retten können. Weil sie ihn übersehen hätten, die Trottel. Wenn wir irgendwann bei Höllenfeuer Halbinsel sein sollten, dann werdet ihr das hören, das Geräusch, wenn die Orks sterben. Das ist so geil. Au, her, jetzt kommt hier der Bam. Habt ihr das gesehen? Alles und das ist der nächste Boss. Dunkelschamane Korantal. Den müssen wir jetzt vernichten. Erstmal muss ich meinen Dot nochmal drauf machen. Dann tickt das schön und jetzt hauen wir ihn um. Immer einfach drauf casten. Casten. Hahaha. Schattensturm. Klingt aber nicht sehr gut. / Recon Tage. Ich habe Recon aus. Ja, habe ich. Gut. Stoff. Wieder was Besseres. Bitte, ich will's gewinnen. Bitte lass es mich gewinnen. Oder auch nicht. Doch, kann ich erst nach dem Kampf. Na gut. Oh, hey, da ist Nagma.
Klingt wie Magma. Ein riesiger Wurm. Das ist der dritte Boss. Verreckt. So, jetzt aber. Bam, bam, bam. So, ich würde sagen, wir gehen da lang, weil dort ein Agent hinten hängt. Und wir den ja noch retten müssen. Stirb! Blopp! Verderbte Siege, Insignie. Questgegenstand. Wir haben jetzt 5 von 5. Und da ist Nagma. Natürlich bekämpfen wir Nagma mit Feuer. Aber erst gleich. Dann möchte nochmal die Mobgruppe da töten. Diese ganzen bösen Orks. Die sind mir alle unsympathisch. Aber alle. Alle mal. Ich rette dich. Hui. So, jetzt greif mal Nagma an, mein Freund. Der Flammenwächter. Nein. Dann nicht. Wenn du den nicht töten willst, dann halt, lass ihn da stehen. Mach ich aber für eine Quest. Hat wohl keinen Bock auf Nagma. Was ist denn das für ein Tank? Das ist ja ein richtiger Mongo, jetzt mal ehrlich. Oh, er versucht's. Er will's versuchen. Er springt über seinen Schatten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat's geschafft. Ich bin stolz auf ihn. Stirb, Nagma. Kameha. Oh, Nagma ist weg. Da ist Nagma. Er hat nämlich gerade nächste Phase gewechselt hier. Voll der Phasenkampf, ne? Nagma ist down. Oh, und hat man droppt eine Stoffprobe, die viel besser ist als meine jetzige. Gewonnen. Viele, viele bunte Rüstung. Also hat es schon gelohnt für uns. Wir kriegen ja richtig Rüstung, Mann. Ersten blauen Items, Mann. Mann, die blauen Items sind halt viel besser. Das ist das Gute an den Instanzen. So, was haben wir noch für Quest offen mit einem Flammenschlund? Malua Wache, den nach Lava Wache getötet, ja, den machen wir jetzt und E7, ach, da sind die auch. Das müsste der letzte Boss da sein. Der da. Das ist, glaube ich, der Endboss. Ja. Ich stehe auf den Stoff. Also, ich finde das ganz gut, dass nur Stoff droppt. Energie ziehen. Nam 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 nam. Okay. Yeah, 3355 Leben. EP hat der Endboss gebracht. Wir haben einen Erfolg bekommen und zwar Flammenschlund. Und können jetzt noch die Quest abgeben. Die bringt 2000 EP und Level up. Ach, die Rumpe ist besser hier, die ich will jetzt bekommen. Und hier nochmal zwei abgeben. Das ist schon fast Level 18 sogar. Wir haben echt viel EP bekommen. Noch einen neuen Gürtel. Also es hat sich ja richtig gelohnt, die Instanz zu gehen. Bibi. So, wir haben viele neue blaue Items bekommen.
sind fast Level 18 sogar. Haben jetzt Level 17 gemacht. Haben wir in der Insel, ja, ne? Ich glaube schon. Hoffe ich. Oder haben wir das nicht? Doch, haben. Nee. Nein. Haben wir das? Ja, haben wir. Wir haben Stufe 17 erreicht. Gut. Dann haben wir nur einen Fluch entlernt. Entlernt. Ja, ich entlerne Sachen, wenn ich Level bekomme. Bindet das Ziel mit dämonischer Energie, die seine verursachten körperlichen Schaden um 10% verringert. Muha. Also er macht im Prinzip keinen Schaden, sondern macht nur so, der macht dann weniger Damage und kann weniger casten, so nach dem Motto. Ist nicht so wichtig. Gut. Da war ein Steg, das heißt, hier ist das Wasser überall abgesunken, wie ihr seht. Unsere Quest ist es hier erstmal die Stinkdrüsen zu sammeln nebenbei. Von diesen kleinen Stinkern. Was? Keine Stinkdrüse? Da unten müssten wir dann noch andere Sachen machen. Aber wir machen erstmal hier oben die Morlock-Quest. Ein Ramob, ein Ramob. Na 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 na. Morlock-Babys sind so süß. Pam. Bringt viel Silber, da hauen wir mal hier. Was hauen wir denn mal weg? Das. Weg mit dir. Mein Ziel ist es noch in diesem Part auf jeden Fall Level 18 zu erreichen. Weilbaum. Da oben ist auch noch eine Quest, die wir irgendwo annehmen können da. Gucken wir mal nach, welche. Müsste hier sein. Genau hier. Aber hier ist keiner. Hä? Ist doch gar kein Questgeber. Verarschen die mich? Gestohlenes Dokument der Forscher. Ah, da! Wir haben das Dokument gefunden. Wir sind unserem Level-Up sehr nah. Wir brauchen allerdings jetzt nur noch diese blöden Drüsen und hoffe, dass wir jetzt so schnell wie es geht auch mal droppen. Und nicht, dass wir jetzt 5 Jahre brauchen, um diese Drüsen zu bekommen. Das wäre doof. McDonald's, McDonald's, na 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 na, Pizza Hut. Bei Pizza Hut gibt es übrigens einen sehr leckeren Keks, möchte ich mal so erwähnt haben. Das ist so ein riesiger Keks, der weich ist, weil er warm ist. Er wurde frisch gemacht, deswegen ist er schön weich und heiß. Mit flüssiger, heißer Schokolade und einer Vanillekugel obendrauf oder Erdbeer oder Schoko. So ein geiles Dessert, ne? Ist echt schön. Muss ich ja mal so sagen, ne? Was haben wir denn da? Einen Blaukiemen-Wanderer. Hast du etwa blaue Kiemen? Oh mein Gott, Schuhe. Tschüss, Bärenzähne. Das bringt mir mehr Gold. So. Ja, Silber in dem Fall. Nur noch eine Drüse. Ich hoffe, du droppst die letzte Drüse. Das wäre ganz, ganz nett. Nein, du bist scheiße. Shit. Hier oben sind keine mehr. Alle tot. Ihr blöden Morlock-Babys. Ich habe eure Eltern vernichtet. Aber erstmal brauchen wir weitere Morlocks. Da hinten ist noch ein Dorf. Da ist noch ein Morlock, der rennt da gerade so dödelig rum. Ja, klar. So. Oh, verdammt. Stirb.
So geht doch. Okay, Quest abgeben gehen und dann haben wir auch schon Level 18 erreicht. Geht der flotti Karotti. Wir haben echt schon dann in einem paar zwei Level wieder gemacht. Dank Instanz, sage ich mal so. Wir können jetzt demnächst auch Bock Schatten fangen, wie ich das gesehen habe. Todesmine, Höhle und Burg Schattenfang. Burg Schattenfang und Todesmine sind zwei sehr schöne Instanzen. Möchte ich ja mal so erwähnt haben. Was geht euch durch den Kopf? Du das wüsstest. Level up, Level 18. Wir können jetzt Seelensteine machen. Das erkläre ich euch gleich, was ein Seelenstein ist. Und zwar ist das Teil gut. Nochmal die Quest abgeben. So. So, ein Seelenstein erschaffen wir mal eben. Ah ne, können wir uns selber machen, nicht mehr erschaffen. Seele gespeichert. Das ist, wenn wir sterben, wird dieser Zauberer auf einen lebendigen... kann ich mich, wenn ich sterbe, direkt an der Stelle wiederbeleben. Muss nicht mehr zu meinem Geist laufen, ich kann mich direkt an der Stelle wiederbeleben. Allerdings hält das Teil 15 Minuten an und hat 10 Minuten Abklingzeit. Also wir sollten nicht alle 10 Minuten sterben, das nicht. Aber es ist schon cool, sag ich mal so, falls ich sterbe. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.